Herr, höre meine Stimme. Der Sonntag ex Audi ist ein Tag zwischen den Zeiten, nach Christi Himmelfahrt und vor dem Pfingstfest. Der Auferstandene sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, und er will den Heiligen Geist senden. Doch heute ist noch nicht Pfingsten. Heute ist ein Tag zwischen den Zeiten. Spiegelt das nicht auch die Erfahrungen unseres Glaubens wider? Und die Erfahrungen in der Corona-Zeit? Herr, höre meine Stimme. Wir feiern gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit geschlossenen Augen liege ich auf der Wiese und höre deine Stimme. Im Gesang der Vögel, im Plätschern des Flusses, im Rauschen der Blätter. Leise flüsterst du mir deine Liebe ins Ohr. Wenn ich die Augen öffne, tut sich der Himmel über mir auf. Höre unsere Stimmen, Gott. Sie erklingen zu deinem Lob. Im Jubelgesang der Chöre, im Schmettern der Posaunen und Trompeten und im stillen Gebet. Da, wo unsere Stimmen sich vereinen, da berühren sich Himmel und Erde. Amen. Unser heutiger Sonntag trägt den Namen Ex Audi, entnommen Psalm 27. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab. Du, Gott meines Heils. Ein Gebet, gedichtet und von Menschen nachgesprochen. Immer dann, wenn sie Schweres erlebten, wenn sie schuldig wurden oder wenn ihre Hoffnungen zerbrachen und sie sich von allen, besonders von Gott, verlassen fühlten. Höre meine Stimme, wenn ich rufe? Wer hört denn da? Im Kirchenjahr ist dieser Sonntag ein bisschen verloren, geistlos sozusagen. In so einer geistlosen Zeit suchen Menschen nach Stabilität. Gefährlich wird diese Suche, wenn sie sich vermeintlichen Sicherheiten hingeben, sich populistischen Sprüchen anschließen, nach schnellen Lösungen suchen. Also, was gibt unserem Leben Stabilität in geistlosen Zeiten? Zum heutigen Sonntag ex Audi hören wir Worte aus dem Prophetenbuch Jeremia, Kapitel 31. Achtet darauf, spricht der Herr, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht so ein Bund sein wie der, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Den Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen bin, spricht der Herr. Der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, soll völlig anders sein. Ich will meine Weisung nicht auf Steintafeln schreiben, sondern sie in ihr Herz geben und in ihr Gewissen schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn sie werden mich alle erkennen, ob klein oder groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und an ihre Schuld nie mehr denken. Was ist das Neue? Gott spricht, ich lege mein Gesetz in ihr Herz
und schreibe es in ihren Sinn. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott legt sich uns ans Herz. Ich will euer Gott sein. Ihr seid mein Volk. Ihr Israel und ihr die Völker der Welt. Ich euer Gott und ihr mein Volk. Ein großes Versprechen, einseitig kein Vertrag. Ein einseitig geschlossener Bund, kein Vertrag, der das Leben sicher macht, aber ein Bund im Herzen. Ein großes Versprechen, etwas fürs Herz. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat kürzlich im Bundestag einen bemerkenswerten Satz gesagt. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Die sozialen Netze sind voll mit Berichten über zwischenmenschliche Konflikte. Die Spanne reicht von genervten Blicken an der Supermarktkasse bis zu Zerwürfnissen im engsten Freundes- und Familienkreis. Auch wir bleiben davon nicht verschont, geben uns einmal der einen Seite, dann der anderen hin, sind einerseits vorsichtig im zwischenmenschlichen Umgang und dann können wir es kaum erwarten, dass Restaurants, Biergärten und Freibäder endlich wieder öffnen. Es gibt einen Unterschied zwischen dieser Pandemie und anderen Krisen. Von der Finanzkrise oder der Flüchtlingskrise war immer nur ein Teil der Gesellschaft direkt betroffen. Die meisten Bürger konnten sich zurücklehnen und die Angelegenheit vom Fernsehsessel aus beobachten. Die Corona-Krise ist anders. Es geht um die Gesundheit und die Freiheit jedes Einzelnen. Die Behauptung, dass die Pandemie das Gute im Menschen hervorbringen werde, steht auf wackeligen Füßen. Die Krise führt sicherlich auch zu mehr Zusammenhalt. Und wir haben neu gelernt, unseren Mitmenschen in den Blick zu nehmen. Das Virus führt aber nicht nur zu Todesopfern, Schulden und Insolvenzen. Am Ende der Pandemie werden auch unbewältigte Konflikte stehen. Ehekrisen, Zerwürfnisse in Familien und der Nachbarn und Kollegen. Jens Spahn hat recht. Es wird reichlich Gelegenheiten zum Verzeihen geben. Nur, wer verzeiht denn gern? Es ist nicht die einfachste aller menschlichen Übungen. Jeremia 31. Die Zusage göttlicher Treue. Ein Trostwort in dunkler Zeit. Hier wird uns Gott vorgemalt wie ein treuer und leidenschaftlich liebender Ehemann. Er ist entschlossen, sich nicht scheiden zu lassen, sondern alles zu tun, damit dieser Ehebund zwischen ihm und seinem Volk wieder glücklich wird. Er verzeiht und heilt, trotz aller menschlichen Verfehlungen. Das brauchen wir alle in diesen Zeiten, den Zuspruch Gottes, dass er an unserer Seite ist. Er lässt nicht allein, er steht bei. Ex Audi, Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus ist in den Himmel gegangen und der Geist ist noch nicht da. Und doch sind wir nicht geistvergessen. Gott will in unser Herz einziehen, es erfüllen mit seinem guten Wort. Ein Mensch, der Gottes Wort in sich trägt, nimmt es überall hin, selbst auf unwegsamen Pfaden in schweren Zeiten. Jeremia 31 ist wahrlich ein Hoffnungstext, gesprochen einst zum Volk Israel. Aber auch wir dürfen hoffen in Jesus Christus, dass uns die Liebe und Treue Gottes gilt. Und getragen von dieser Liebe können wir befreit werden, einander zu vergeben. Auch wenn der Prozess an manchen Stellen nicht einfach werden wird. Gott gebe uns dazu seinen guten Geist. Amen.
Lasst uns beten. Allgegenwärtiger Gott, du bist uns verborgen, denn wir verbergen uns vor dir. Du bist uns fern, denn wir fliehen vor dir. Wer darf dich erkennen? Komm zu uns und öffne unsere Sinne, dass wir dich spüren, wie du wirkst und Leben schaffst in uns und unter uns und in allem, was wir sehen und hören und erfahren. Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo du fern zu sein scheinst, bei denen, die vereinsamen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die sich vergessen fühlen, die Zuneigung vermissen und nicht mehr an deine und unsere Nähe glauben können. Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo du zu fehlen scheinst, bei denen, deren Lebensperspektiven bedroht sind, bei denen, die kalt und leer geworden sind und verschlossen in ihren eigenen engen Kreisen. Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo du dich zu entziehen scheinst, bei denen, die Angst haben vor der Zukunft, bei denen, die nicht glauben können an deinen Weg mit uns. Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo du fern zu sein scheinst, weil wir deine Nähe nicht sehen, weil wir nicht spüren können, wie du dich unentwegt nach uns sehnst und uns suchst. Allgegenwärtiger Gott, du bist uns verborgen, denn wir verbergen uns vor dir. Wo der Himmel verschlossen scheint und die Hoffnung verweht, sei du uns der Weg ins Offene. Und im Vertrauen auf dich beten wir gemeinsam mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bleiben Sie gesund und Gottes Geist sei mit Ihnen.